Hallo liebe Freunde, Silvester 2016 steht vor der Tür, das Ende naht und ich habe mir gedacht, lasst uns doch mal ein Special machen, das ein bisschen lockerer ist, ein bisschen witziger ist und habe mir eine kleine Silvestergeschichte ausgedacht, in der ich sehr viele Songfeuer verwendet habe. Ja, ich hoffe es wird euch gefallen, legen wir einfach mal los. Dies Jahr zu Silvester stand eine große Feier an und hoffnungsvoll erwarte ich meine Gäste. Die erste Person, die eintraf, war Agathe Bauer. Ich wollte sie herzlich begrüßen, doch sie musste dringend auf Toilette und fragte mich, wo sie diese findet. Ich bat sie herein und verwies sie auf die Tür da vorne links. Auf einmal ertönte ein schrecklicher Lärm vom vermeintlich stillen Örtchen, weshalb ich rief, bitte sei nicht so laut. Nach und nach trafen mehr Gäste ein, und als die Sonne hinter dem Horizont verschwand, waren alle vollzählig. Gut, dass jeder etwas zu essen mitgebracht hatte, sodass der Speisetisch gut gedeckt war und unser gemeinsames Silvesteressen beginnen konnte. Tina kam als Letzte mit einer riesigen Schale in den Händen zu Tisch und rief, hallo Mädels, ich bring euch Salat. Hallo Mädels, bring euch Salat. Um was für einen Salat handelt es sich denn? Fragte Anneliese Braun. Gurkensalat. Gurkensalat, rief Mirko. Anneliese Braun fühlte sich direkt unterbrochen und sagte zu Mirko, sag zweimal nichts. Robert wollte die Situation schlichten und sprach, alle lieben Mirko. I believe in Mirko. Gott, bist du gay. Capisco che è stupido cercarla in te. Tönte sofort Dieter. Robert, sichtlich erbost, erwiderte, du blöde Sau. The word is out. Agathe Bauer stieg direkt mit ein und schrie, du Arsch, du. Von Agathe hätte ich das nie erwartet. In der Schule war sie doch immer so lieb. In der Schule war sie lieb. Kann das gut sein? Fragte ich schlichtend und fügte dann hinzu. Noch geht's euch gut. Keiner riskiert den Trump. Woraufhin sich die Stimmung wieder besserte. Joanna sah das auch so und sagte, was lohnt es zu streiten? Die Pommes werden kalt. Dann fragte sie, wo sind eigentlich die Eier? Mirko hatte sie in der Küche vergessen. Sogleich sprang er auf und eilte in die Küche, wobei er rief, oh Mist, die Eier. Oh Mist, die Eier. Während Mirko die Eier holte, nahmen sich alle etwas von dem Gurkensalat. Dash ist aber viel. Dash ist aber viel, sprach Robert, da der Salat nicht alle werden wollte. Mirko kam mitsamt der Eier aus der Küche, nahm Platz und bat um die Creme mit Schokolade und all die Limonade. Creme Schokolade, juntarte y devorar. Haben wir keine Schnitzel? Erkundigte ich mich. Ich wollte ja welche kaufen, fand aber nicht den Weg zu dem Schnitzelwagen. Den Schnitzelwagen, erklärte Dieter. Dafür war ich beim Würstchen-Express. Und da habe ich Rollade mitgebracht. Fügte er hinzu. Auf einmal schrie Mirko auf, da er auf etwas Hartes gebissen hatte und rief, aua, aua, Zahnweh. Aua, aua, Zahnweh. Aua, aua, Zahnweh. Zahnweh? Zahnweh, Zahnweh.
fragte Joanna. Ja, rief Mirko schmerzerfüllt, während ihm die Essensreste aus dem Mund fielen. Igitt, mir wird übel, rief Joanna. Ich deutete auf den Eimer hinter ihr und sprach, kurz dahin. Damit war das Essen vorbei. Ich und einige Freunde zogen sich in den Fernsehraum zurück, während andere im Wohnzimmer begannen, SingStar zu spielen. Da mir langweilig wurde, ging ich später in den Fernsehraum und sprach, yeah, wie geht's? I saw you standing at the gates. Robert, der entsetzt darüber war, wie schlecht die anderen sangen, antwortete, Charlie und Yoshi kann nicht singen. Das liegt doch nur an diesem Dickschädel-Blues. Verteidigte sich Yoshi, der sich angegriffen fühlte. Du hältst dich auch für einen großen Sänger, ne? Fragte Dieter. Klar, I'm Justin Bieber. I'm just a dreamer, antwortete Yoshi flapsig. Hey, singen wir zusammen Ein Ort der Schande? Ein Ort der Schande, fragte Yoshi daraufhin. Das ist doch wieder so ein Hitler-Lied, scherzte Joanna. Passt doch zu Yoshi, der ist der Rassist mit Diplom. Rassist mit Diplom, fügte Dieter hinzu. Yoshi drehte sich weg und Sophie kam aus dem Fernsehraum zu uns hinzu. Ich muss da jetzt raus, die gucken Pornokekse. Die gucken Pornokekse, erklärte Sophie. Ach, Sophie, sei still. Sprach Joanna, die das nicht glauben wollte. Doch ehrlich, der Streifen heißt Anale Krieger des Lichts. Anale Krieger des Lichts, Anale Krieger des Lichts, erwiderte Sophie. Von drüben hörte man nur, fingerst du mein Häslon? You had your fingers through my hair, smoke filled the air. Gefolgt von, es geht nicht bei der Hektik. Boah, nehmt euch ein Gebüsch. Rief Dieter, woraufhin Ruhe einkehrte. Daraufhin betrat Anna den Raum und sprach, wollt ihr mitgucken? Das sind so nackte Menschen. Von drüben tönt das zustimmend, ja, voll fette Titten. Ihr seid solche Kinder, mahnte Joanna. Sie ist nur neidisch auf sie. Erklärte Anna. Bin ich gar nicht, erwiderte Joanna. Jetzt kam auch noch Anneliese hinzu, welche sprach, lass mich nicht mit Roy allein im Zimmer, bitte, nie wieder, gerade will er wieder. Auf einmal ertönte ein fürchterlicher Lärm von draußen, das Brechen einer Fensterscheibe. Was war denn das? Fragte ich erschrocken und fügte scherzend hinzu, ich glaube, es tobt der Hamster vor meinem Fenster. Es tobt der Hamster vor meinem Fenster. Bestimmt war es kein Mähdrescher. Bemerkte Mirko kritisch, als wir uns zum Fenster begaben, um nach dem Rechten zu schauen. Es handelte sich um zwei Männer, welche eine Autoscheibe eingeschlagen haben und es offenbar stehlen wollten. Der eine sprach zu dem anderen, gib mir das Ding. Als dieser das tat, fügte der andere hinzu, okay, jetzt gib mir ein Seil. Give me a sign, or
und hol mal die Zange. Wollen die den Fiesta etwa klauen? Boah, solche defekten Menschen. Sprach Anneliese entsetzt. Wo ist die Polizei? Fragte Joanna. Mirko zückte das Handy und rief diese sofort an. Hat die schon jemand mal gesehen? Erkundigte ich mich. Alle schüttelten den Kopf und Robert sprach, niemand kennt sie. Niemand kennt sie. Niemand kennt sie. Niemand kennt sie. Was machen Sie jetzt? Erkundigte sich Agathe, die keinen Fensterplatz ergattern konnte. Jetzt graben Sie, wie die Champions. Erklärte ich. Währenddessen war einer der Täter in den Fiesta eingestiegen, der andere machte sich am Kofferraum zu schaffen. Auf einmal ertönten schnelle Schritte und ein zorniger Ruf, hey, du Idiot da im Fiesta! Offenbar handelte es sich um den Besitzer, und als der Mann am Kofferraum ihn erblickte, rannte er weg, woraufhin der Besitzer rief, haut ab! Haut ab! Haut ab! Der andere sah aus dem Fenster und rief seinen flüchtenden Komplizen hinterher, Lenny, du Scheißer! Lenny, du Chasseur! Dann überschlugen sich die Ereignisse. Der Besitzer zog den verbleibenden Dieb aus dem Auto und gab ihn voll eins aufs Maul. Mirko, der sich Popcorn besorgt hatte, bemerkte dabei amüsiert, niemand kann das bezahlen. Niemand kann das bezahlen. Dann war das Geräusch quietschender Reifen zu hören. Handelt es sich um den Komplizen, der mit einem Auto zurückkehrte? Oder war es die Polizei? Es war die Polizei. Ein Streifenwagen bog um die Ecke und die Beamten stiegen aus und trennten die kämpfenden Männer. Hände hoch! Hände hoch, oh hey. Rief einer der Beamten, woraufhin der Täter diese hochnahm und dabei zuvor noch seine Haare striegelte. Will der etwa noch cool aussehen? Fragte Joanna, verwundert. Doch da war die Festnahme schon geglückt und die Aufregung hatte sich gelichtet. So verging der Abend und es näherte sich Mitternacht, wo wir alle nach draußen gingen. Auf der Straße gegenüber stand bereits mein Nachbar, Waldemar. Waldemar! Mit seinen Gästen, die auch schon einiges Intus haben mussten. Anneliese erkannte direkt die Flaschen und sprach, die trinken Bourbon-Likör. Been drinking burning liquor. Zudem standen noch viele Prinzessinnenfiguren sowie zwei große Kisten voller Pyrotechnik mit bei ihnen. Und ich erklärte, ja, der hat die dicke Asche. Dicke Asche! Dieter kam derweil als Nachzügler die Treppe hinuntergehetzt. Lass dir Zeit. She's lost inside, lost inside. Sprach Anneliese zu ihm und fügte hinzu, es sind noch ein paar Minuten bis Mitternacht. Ja, aber ich will noch unbedingt aufs Vordach klettern, da hab ich eine bessere Sicht, erklärte er und wandte sich zu Joanna und sprach, hief mir hoch, Joanna, bevor die Moni kommt. Was diese auch tat. Als der 12. Glockenschlag ertönte, begann das Knallen. Waldemar und seine Gäste waren vollkommen aufgedreht und hatten nur Unsinn im Sinn. Jetzt erst erkannten wir, was es mit den Prinzessinnenfiguren auf sich hatte.
ihn steckt ein Böller im Arsch. Sie zündeten dies an und die Prinzessinnen explodierten. So ein Mist macht er jedes Jahr und dann bin ich sauer. Sprach ich. Lauter Doofe, niemand gescheit. Lauter Doofe, niemand gescheit. Fügte Mirko hinzu. Vorletztes Jahr war es noch besser. Da gab es kein Alkohol. Trocken war der Kiffer. Talking by the campfire. Erwiderte ich. Scheiß drauf. Sprach Joanna locker und versuchte uns zu beruhigen. Es wäre ja auch gelungen, wenn nicht gerade in diesem Moment eine große Feuerwerksbatterie von ihnen umgekippt wäre und das Feuer auf uns eröffnet hätte. Es ist Zeit zu beten. Rief Anneliese, während wir Schutz hinter der Tür suchten. Danach waren sie vorsichtiger und es kam zu keinen weiteren Vorfällen. Nach ca. 90 Minuten Knallen gingen wir wieder in die Wohnung und sahen uns die Neujahrsgala an. Robert hörte Radio, kam dann aber mit in das Wohnzimmer und sprach, dieses Jahr haben sie in Bayern wohl etwas übertrieben. Sie haben den Chiemsee weggebombt. Wir waren entsetzt, doch dann sprach er, war nur ein Witz. Damit wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Und ich hoffe, auch im nächsten Jahr heißt es wieder, wir sehen uns wohl wieder. Frohes neues Jahr!